Hey Freunde der allzuwärtigen Holzfäller Fraktion und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spin Tyrus Mod Vorstellung. Und heute habe ich wieder was richtig Geiles für euch vorbereitet, und zwar diesen wunderschönen MANK2. Ja, den MANK2, den gibt es ja eigentlich in Wirklichkeit gar nicht. Diese MANK-Serie, das ist ja ein speziell entwickelter LKW für Bundeswehrzwecke, ne, die man sowie nicht so zivil, sondern sowie als Transportfahrzeug, als auch mit entsprechenden Waffenaufsätzen versehen kann. Zum Beispiel Patriot-Raketen kann man auf diesem Teil verladen. Also diese Mittelstreckenraketen, echt fiese Sache. Können die in jedem Fall tragen, also sozusagen auch als Scud-Werfer verwendbar, diese Buden. Ist schon eine geile Sache. Man kann jetzt so sagen, dieser MANK2 ist wahrscheinlich ähnlich wie der MANGL, was ja sozusagen die dritte Generation dieser Fahrzeuge für die Bundeswehr sind. Und die, wie ich schon gesagt habe, als Transport- und als Sonderfahrzeuge zu benutzen sind. Die Mobilitätsstufe, ja, jetzt habe ich sie nicht richtig, ja. Also die Mobilitätsstufe A ist für diese Buden gefordert, das heißt bei der Bundeswehr uneingeschränkte Geländetauglichkeit auf schweren Böen. Naja, das ist schon mal gut, ne? Also hier so für Spin Tyrus, so für Holzfäller-Eigenschaften ist das schon mal top. Kampffahrzeuge muss das Gerät folgen können. Ja, okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Und eine Waffentiefe von 1,2 Meter muss er abkönnen. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir stehen ja nicht unter Beschuss, Gott sei Dank, ne? Die Dinger werden auch nach einem Baukastensystem gebaut, um halt bestimmte Teile relativ schnell auswechseln zu können und auch von alten Generationen verbauen zu können, ne? Es geht halt einfach alles ein bisschen schneller. Angetrieben wird der Bock von einem 400 PS starken V6, genauso wie seine Vorgänger. Wir gucken uns jetzt mal das Design ein bisschen an. Naja, ist natürlich alles so ein bisschen Camouflage angehaucht, ist klar, ein Militärfahrzeug. Obendrauf haben wir noch, ja, sieht aus wie ein MG42 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, so als Bordbewaffnung, ist ja nicht schlecht, so eine schöne Hitlersäge, ne? Warum auch nicht? Ja, Freunde, dann würde ich doch mal sagen, wir starten mal den Motor. Warum die Räder hier allerdings weiß sind, ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich muss Spin Tyrus einfach mal wieder neu installieren. Es scheint schon wieder durch die vielen installierten Bugs hier leicht rumzubuggen. Habe ich gerade gesagt, durch die vielen installierten Bugs. Bin ich bescheuert, oder was? Durch die viel installierten Mods natürlich. Ja, klar, wer installiert sich schon Bugs, ne? Bug-Download-Page, Alter, Junge. Hier, ein neuer Bug, deine Räder sind weiß. Ja, Download sofort, Alter. 400 Megabyte, nehme ich. Naja, lassen wir das mal. So, was können wir denn alles anbauen? Hier gibt es einen Haufen Krasempel, ey. Hier haben wir ein 1000-Kilo-Gerät, das können wir anbauen. Das können wir uns hier einfach so vorne an die Schnauze ranhängen, um halt die Last am Heck ein bisschen auszulasten. Das Ganze geht hoch bis 1600 oder runter bis 700 Kilo. Dann haben wir das BAK. Das BAK, das ist so ein kleiner Seitenaufbau hier, alles klar. Und das kann uns 500 Liter Kraftstoff zusätzlich spenden, ne? Das ist also ein extra Tank. Dann können wir die Fork anbauen. Ja, das ist hier vorne so eine kleine Schaufel, die wir ansetzen können. Die können wir dann garantiert auch steuern. Ne, die gibt uns einfach nur 50 Punkte. Na gut, dann bleibt das Scheißding weg. Ach sogar das Nummernschild, das Original Bundeswehr Nummernschild, ne? Deutschlandfahne, Y und dann irgendeine Zahl. Naja, Bundeswehr. So, weg damit. Wir nehmen mal die Schaufel. Ja, das ist die richtige Schaufel. Die können wir allerdings auch nicht steuern. Mies, bauen wir sie wieder ab. Dann Forklok. Ja, das ist halt diese Schaufel, die wir kennen für Baumstämme. Die Ladefläche können wir aufbauen. Damit können wir zwei Ladepunkte tragen. Also Kurzholz. Wagen mit Kran kennen wir. Tankwagen, Mehrzweckanbauteil kennen wir. Sattelkupplung. Ja, ja. Super Antility können wir noch reinhängen. Oh, gibt uns 600 Reparaturpunkte. So ein kleiner Kofferaufbau hier hinten drauf. Schöne Sache. Kennen wir. Was ist das? Tricampus Aftotren. Ja, ganz genau. Kriegen wir 100 Reparaturpunkte für, aber was das jetzt so genau ist, ich kann es nicht erkennen, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas im Unterbau oder so. Ich kann allerdings wirklich nichts sehen, dass das irgendwo angebaut wird. Naja, gibt uns jedenfalls 100 Reparaturpunkte und das Ersatzrad noch, was wir hier hinten dran klemmen können. Auch das kennen wir schon. Schön ist natürlich, dass wir auch hier hinten so einen Haufen Werkzeug noch gleich mit rangesetzt hat, ne? Ja, da kann man top mit Holz fällen. Also Axt und Säge ist schon mal ganz gut. Mit der Picke und mit der Schaufel können wir gleich den ganzen Baum aushebeln. Ja, naja, warum nicht? Ein bisschen Kohle für den Motor. Ist halt eine Dampfmaschine hier, ne? Das wissen viele Leute nicht. Aber die Bundeswehr fährt mit Dampf, haben wir hier hinten auch noch drin. Ja, sind halt umweltfreundliche Jungs, ne? Obwohl die Kohleverbrennung ja auch wieder nicht umweltfreundlich wäre. Aber ja, mein Gott, wir leben in Deutschland. Da stellt man das einfach mal so hin. Ja, Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir beladen uns mal mit der Ladefläche und dem Wagenanhänger. Damit können wir ja 4 Holzpunkte im Endeffekt laden. Und haben dann schon ein ziemlich großes Gespann hier. Ja, und dann Handbremse raus und feuerfrei Richtung Holz. Dass die Räder hier weiß sind, das kotzt mich echt extrem an. Aber na gut, irgendwann werden sie halt von dem Schlamm sowieso zu ihr moddert. Aber ich glaube, wenn die weiß sind, dann wird der Schlamm da auch nicht so wirklich angezeigt.
Aber dafür, dass das hier ein 8-Achser, ein 4-Achser ist mit 8 Schlappen, ne, tut er sich doch ein bisschen mit dem kleinen bisschen Schlammädchen schwer. Also da musst du in diesem flachen Schlamm hier schon runterbremsen. Hätte ich jetzt nicht erwartet für so ein Gerät. Wir sind jetzt hier im fünften Gang. Naja, die Endgeschwindigkeit ist nicht so der Brüller, aber okay. Der LKW ist ja auch riesig groß. Was will man da erwarten? Da kann der Hobel ja nicht 180 fahren. Das wäre ja, denke ich mal, ein bisschen gefährlich für so ein Riesengerät. Wenn der dann irgendwo hinknallt, das ist nicht um die Leitplanke von der Autobahn weg. Da ist gleich die halbe Autobahn weg, du. Plus Leute, die da drauf sind, ne? Ich finde es ja auch immer lustig, wenn den Radios so angesagt wird. Ja, Vorsicht auf der A2. Es befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Ja, logisch befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Die sitzen ja in den Autos drin. Selbst dämliche Radiodurchsage, ey. Echt, reißt euch zusammen. So, Freunde, wir versuchen mal die Plusgänge. Mal sehen, ob wir damit irgendwie ein bisschen schneller zu Pötte kommen. Aber, ne, denen ist nicht so. Da können wir den normalen Gang bleiben. Da sind wir im Endeffekt schneller, wenn wir hochgeschaltet haben. Roll, 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 mein MAN. Roll, 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 mein MAN. Das Holz wartet auf dich, mein MAN. Du holst hier, mein MAN. Das sind seine bis 42 und schießt alle tot, wenn sie kein Holz da haben. Ja, Freunde, dann sind wir jetzt auch am Holzfällerlager angekommen. Ich mache mal das Differential raus, um die Kurve hier ein bisschen besser nehmen zu können. Mit so einem 4-Achser, naja, da kann das schon mal ein bisschen kritisch werden, um die Kurve rumzukommen, ne? Ja, so, jetzt hier durch den Wald den Hänger hinterhergezogen. Naja, und durch Schreckhock raus, es wird gleich wieder schlimm werden, den Hänger auszulotsen, um dann hier im Endeffekt auch Holz verladen zu können. Also ich ahne da echt schon wieder Böses. So, Differentialsperre jetzt erstmal wieder rein, damit wir mit dem Schlamm hier klarkommen. Da muss man mal sagen, also mein krass 255B, ne? Der war nicht so aktuell wie dieser MRN hier und auch nicht so monströs. Aber der hat den Schlamm hier ohne Differential und der hat ihn, naja, wie auch immer. Müssen wir mal nach hinten gucken, wie sieht so mein Hänger aus? Ja, steht noch. Dann lecke ich jetzt mal voll ein, Differential raus, versuche hier rumzukommen. Hier nochmal reingelenkt. Ja, und irgendwie müssen wir jetzt hier rum, also wenn ich mich hier drücke und quetsche. Aber das muss einfach funktionieren. Ich sag's ja, mit Hänger fahren ist echt eine nervige Sache. Also lade ich lieber nochmal Langholz. Ja, das Differential, dann kommen wir hier nicht mehr zu Pötte. Außer der Hänger ist jetzt nicht schon umgekippt, ey. So, mal anhalten. Gucken wir mal. Ja, naja, so können wir natürlich bei Weitem nicht stehen bleiben. Da kriegen wir den Hänger niemals beladen. Müssen wir jetzt hier irgendwie... Haben wir eigentlich eine Cockpit-Kamera? Sehe ich hier gerade Cockpit-Kamera? Naja, wir haben eine Scheibenkamera. Das Cockpit kann man sich halbwegs hinzoomen. Naja, okay. Das ist ein Militärfahrzeug. Sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Von innen, da verpasst doch nichts. So, wie sieht der Hänger jetzt aus? Ja, ist halbwegs okay. Ich muss jetzt halt nur zusehen, dass ich ihn nochmal gerade gezogen kriege. Aber ich glaube, das wird echt schwierig. Ich versuche den jetzt einfach mal völlig Kanone nach hinten wegzudrücken. Ohne dass er mir natürlich am besten umkippt. Dann irgendwie nach vorne nochmal gerade zu ziehen, aber die Grenzen sind hier einfach sehr knapp für so ein Riesenfahrzeug. Ich krieg den jetzt, egal wie ich hier einlenke. Naja, verkehrt rum. So kriege ich ihn natürlich gar nicht. Aber egal wie ich jetzt hier einlenke, ich krieg die Karre doch nicht rumgedreht. Das wird doch nie was. Weil diese scheiß Deichse da vorne sich immer querstellen wird. Ja, jetzt heben wir den Hänger schon aus. Ja, ey, echt übelst nervige Aktion. Also ich kann es euch wirklich nie raten, Freunde, irgendwie mit dem Hänger zu fahren. Meine Güte, ey. Voranganhänger. Aufladen, Kurzholz. Okay, wir haben es geschafft. Mehr Krampf als Kampf, aber Suppe. Die Scheiße ist drauf. Von daher fahren wir jetzt mal zurück. So, nehmen das Differential mal raus. Gehen dann wieder nach vorne, schlagen voll ein. Und dann gehen wir nochmal Stoff. Ach, na gut, okay. Ohne Differential bringt das überhaupt nichts hier mit der Kiste. Naja, dann müssen wir mal sehen, wie wir hier rumkommen. Die Baumstämme hier vorne, die kotzen uns natürlich nochmal ein bisschen an. Die bremsen uns da etwas aus. Ich ziehe nochmal blank quer. Blank ziehen wir jetzt bestimmt nicht so gut, wenn wir hier schon meinen Penis sehen. So, und jetzt stehen wir schon wieder halbwegs gerade und können dann weiter. Die Ladung haben wir noch nicht verloren, Gott sei Dank. Wunderschön. Na gut, vielleicht haben wir es auch schon verloren. Die haben wir nicht. Hänger aus rein. Und auch voll beladen. So, Freunde, ich ziehe dann hier mal rechts rum. Sehr schön. Und dann sind wir schon wieder auf der Trockenpiste. Und dann geht es mit voller Power zurück Richtung Werkstatt, wo wir nochmal auftanken. Und dann im Endeffekt uns auf die Standardpiste wagen.
und mal schauen wollen, wie dieses Ungetüm von MAN-LKW im tiefen Modder klarkommt. Kann schon sein, dass es da schwierig wird für ihn. Wir schauen. Ja, 18 Liter in einer Minute verbraucht er, das ist natürlich ordentlich, ne? Da frisst er kräftig. Insgesamt kann die Karre 830 Liter Kraftstoff tragen. Das ist übel, das ist schon mal nicht schlecht. Ah. Jetzt muss ich erstmal kurz meine inneren Darmwinde kontrollieren. Nicht, dass ich euch hier ins Mikrofon reinpupse. Ja, es erfordert ein bisschen Konzentration, deswegen könnte ich jetzt auch nicht sprechen. Ah, so, nochmal kurz am Bart jucken. Er ist schon fies, ne? Seine kurzen Haare, wenn man sich so frische Stütze hat, die jucken ja immer tierisch. Das ist echt eine nervige Sache. Gibt auch Stellen, das ist noch schlimmer, wenn euch da rasiert. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Ja, Freunde, da vorne sehen wir dann schon die Werkstatt. Die ganze Sache kommt näher und es ist wirklich begeisterungswert, dass die Karre hier unter voller Last mit diesen fetten Baumstämmen immer noch im fünften Gang fährt. Und das auch richtig schnell. Da kann man echt nicht meckern, Freunde. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, da ist er dann in unserer Werkstatt. Da tanken wir nochmal kurz voll. Die haben ja schon ganz schön Kraftstoff verblasen. Meine Fresse, ey. Die Kiste, die brütet echt ganz schön welche durch. Naja, scheißegal. So, Handacker angezogen. 200 Liter Sprit sind wieder drin. Ey, habe ich da gerade andere Räder gesehen? Nee. Okay, nur verguckt. Weiter geht's. Jetzt befinden wir uns hier auf der Standardpiste. Gleich kommt die tiefe Matschpfütze. Und da bin ich nochmal so richtig übel gespannt, wie er damit umgehen wird. Aber ich denke mal, das sollte dieses Ungetüm hier ohne Probleme schaffen. Da dürfte es keine größeren Probleme geben. Jawohl, hier lang und rum. Und da ist er dann, die tiefe Matschpfütze. Es geht jetzt rein. Schönes Ding. Wir befinden uns drinne. Naja, er sinkt erstmal tief ein, muss zurückschalten in den zweiten Gang. Hat er doch ein paar Probleme. Aber okay, er hat doch ganz schön Last zu ziehen. Das muss man einfach mal akzeptieren. Schaltet jetzt nochmal zurück in den ersten Gang. Ja, das Drehmoment hat ja nicht ganz gereicht, um mit dem Modder klarzukommen. Beziehungsweise war auch die Drehzahl ein bisschen zu hoch für die Räder. Die sind da einfach nur durchgeratzt. Aber es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus, Freunde. Wir haben gleich wieder harten Boden unter den Schlappen. Und dann ist es absolut gar kein Thema, den Hänger noch hinterher zu ziehen. Kein Problem. Jawohl. Tiefe Matschpfütze ist geschafft, aber ich sag mal, wir hatten schon bessere Fahrzeuge, die tiefe Matschpfütze hier gemeistert haben. Also da muss der MAN vielleicht nochmal ein bisschen nachziehen. Etwas mehr Power ist da mal gar nicht so schlecht, so Freunde. Jetzt müssen wir mit dem Ungetüm hier rum zur Schrägmatschpfütze. Naja, wenn die Kiste schon halb rumgefahren ist, dann ist er eigentlich schon, hat er eigentlich schon fast die komplette Schrägmatschpfütze besiegt, muss man sagen. Aber gut, wir zerren mit aller Kraft. Da oben erwartet uns dann die Wurzel. Ich denke mal, die könnte dem nochmal gefährlich werden. Da er doch jetzt schon ganz schön zu tun hat. Wenn wir jetzt hier schlechten Grip unter den Schlappen kriegen, dann könnte das schon die Seilwinde auf den Plan rufen. Aber es sieht noch gut aus. Das Allrad kämpft sich da schön durch über die Wurzel. Jawohl, also er ist nicht der schnellste im Schlamm, aber er ist stabil und souverän. Und er hat das hier definitiv gemeistert. War gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir rechts rum. Wir wollen den Badetest noch machen. Jawohl, den allzowettischen Gummibaum, den haben wir hier genau in das Video gemetzelt. Obwohl das mehr aussah, als wenn das kein Gummibaum gewesen wäre, sondern ein Trockengehölz, so wie er auseinandergeflogen ist. Und jetzt geht es hier Submarine-mäßig ins Wasser rein. Jawohl, gefährlicher Wasserstein kommt erst ziemlich spät. Also der kann tief eintauchen und weit eintauchen ins Wasser. Aber pfeifen tut der V6, Junge. Meine Fresse, der muss ja einen gigantischen Turbo drauf haben. Jetzt sind wir im Wasser drin und wir fangen immer noch keinen Schaden. Wir fangen immer noch keinen Schaden. Allerdings habe ich gerade in die falsche Richtung gelenkt. Wir müssen natürlich gerade auslenken, um möglichst viel Abstand hier von der Küste zu kriegen. Und schaut es euch an, Freunde. Die Bude holt sich richtig Abstand zu der Küste. Die holt sich richtig Abstand zu der Küste. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Und fängt im Wasser auch nur wenig Schaden, von dem er auch noch 800 ab kann. Das MG guckt immer auch raus. Also sozusagen ein Seerohr haben wir da noch. Ja, und wir können hier sozusagen gigantisch tief in den Ozean eintauchen, wenn wir das möchten. Okay, jetzt hat es den Motor abgewürgt. Jetzt ist die Luftansaugung raus. Ja, Freunde. Also summa summarum mal ein Fazit zu dem Mod. Ist ein sehr, sehr schönes Teil. Ordentlich designt, ne? Das Ding ist einfach mal groß. Sieht brutal und gefährlich aus. Wir haben noch ein altes MG42 oben auf dem Dach zu hängen. Also können uns auch gegen Holzdiebe wehren. Ganz schöne Sache. Geländeeigenschaften sind gut bis sehr gut, würde ich sagen. Ausgezeichnet nicht, aber gut bis sehr gut. Er hat sich da halt doch ein bisschen der Schrägmatschpfütze gequält. Anbauteile haben wir viele eigene. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich liebe sowas ja immer, so einen neuen Anbauteil, neuen Add-ons, ne? Also an sich wirklich ein runder Mod.
Sehr schönes Ding. Man kann damit gut Holz transportieren. Also in jedem Fall empfehlenswert. Wenn ihr Bock drauf habt, ladet ihr ihn euch runter. Download-Link in der Videobeschreibung, wie immer. Und ich bin dann für heute erstmal wieder raus. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo, tue ich mich natürlich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und ciao.